Datei gefunden. Precursor 2 und 4 isoliert. Verdammt! Der Proxy steigt bei 3 Suchalgorithmen aus. Starte KI-Umgehungsroutine. Die Precursor sind immer noch scharf. Ich habe keine Wahl. Ich denke, wir haben einen Code Blau. Durch, Kumpel. Sanitäter! Sind Sie das Raptor-Team? Ja, was davon übrig ist. Wir müssen sie aus der Schusslinie schaffen. Wir sammeln uns irgendwo an der Anhöhe. Aus allen anderen Richtungen rückt der Feind vor. Mörser! Befehl Bravo 1-2, wir haben Raptor. Alle Whiskey-Tango-Einheiten tot. Rücken vor zu Kontrollpunkt 2-0. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Das ist die Anhöhe, also los! Wir halten sie auf, solange es geht. Ich sehe sie dann bei der Siegesparade, Sergeant. Ich bin okay. Empfangen Sie das? Das habe ich nach unserer Landung gesehen. Sie kennen das Ende? Was sagen Sie dazu? Was zum Teufel war das? Da ist was! Es hat etwas! Ich habe gesehen, was mit dem Boot passiert ist. Aber ich dachte, das war nur eine Anomalie. Ich werde die Daten an die DIA weiterleiten. Aber machen Sie erstmal weiter wie geplant. Kontaktieren Sie das Sierra-Team und koordinieren Sie den Luftangriff. Zentrale, Sierra Lead, Kurs 270, Höhe 7, 16 Klicks bis zum Ziel. Verstanden, Sierra Lead. Passen Sie auf, wir haben hier beträchtliche Funkstörungen. Vermutlich KVA-Musik. Verstanden. Oh ja, endlich tut sich mal was bei diesem Ausflug. Ganz ruhig, Sierra 2. Sie werfen nur Ihre Bomben ab, verstanden? Ja, verstanden. Tarnfeld aktiviert.
maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Sierra-Team, hier Zentrale. Passen Sie auf, Raptor ist bei diesem Einsatz Ihr ACM. Raptor? Ich habe vermutlich keine andere Wahl, oder? Verdammt, ich wusste es. Sean O'Neill. Sierra Lead, Abwurf bei 7. Over. Roger. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Abwurf mit Leader. Over. Roger, Zentrale. Bald ist die KVA isoliert. Jetzt müssen wir Ihre Kommandozentrale im Strandresort neutralisieren. Halten Sie sich dort bereit. Bomben ausgeklinkt. Positiv. Verdammt! Sierra Lead, neue Befehle vom JSOC. Sierra 2 leistet ab sofort Bodenunterstützung. Roger, Zentrale. Negativ, Zentrale. Schicken Sie Sierra 3. Sierra 3 ist bereits zugeteilt. Sie will damit sagen, Sie sind überflüssig wie ein Kropf. Suffkopf. Aber Sie wollten doch Action, Sierra 2. Tja, jetzt haben Sie sie. Ja, okay. Bodenunterstützung. Verstanden. Sierra 2, hier Zentrale. Die Erfassung und Neutralisierung des Ziels hat Priorität. Aufklärung ist zweitrangig. Lassen Sie Ihre Kamera laufen. Ich habe das Netz der Koreaner geortet. Greifen wir auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Mal sehen, was Sie aushacken. Mit ein bisschen Glück kriegen wir mehr raus als ein paar Informationen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Okay, das sind ziemlich viele Daten, aber entscheidend ist Folgendes. Erstens, ein gewisser Colonel Lee, ein Politoffizier aus Pyongyang, koordiniert die Operation. Zweitens, er hat kürzlich eine Speziallieferung aus Yongbyon-Kun angefordert. Verdammt, das ist Ihr wichtigster Atomstandort. Exakt. Ich muss das weitergeben, aber der Laden ist ab sofort Ihr primäres Überwachungsziel, bis wir weitere Befehle erhalten. Roger, Zentrale. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Halt dich von der Straßensperre fern, Psycho. Ich bombe die Kerle in den Orkus. Roger, solange du mich nicht auch wegbombst. Volltreffer! Tarnfeld aktiviert.
maximale Stärke. Psycho, können Sie den Helikopter orten? Maximale Panzerung. Okay, Sierra 2 hat uns Bilder des Ziels geschickt. Es ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. O'Neill, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay, warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay, an der Strandbar ist ein großes Sprengstofflager. Verstanden.
Haben wir O'Neills Notsignal schon geortet? Der Behälter hat Priorität. Diese Fotos könnten Aufschluss über seinen Inhalt und seinen Bestimmungsort geben. Ihren Funksprüchen nach will die KVA O'Neills Jet untersuchen. Sie müssen die Kamera vor ihnen finden. Tarnfeld aktiviert. Zentrale, hier ist Sierra 2. Bitte Bergung. Bitte kommen, Zentrale. Sierra 2 hier, Zentrale. Habe verstanden. Bleiben Sie dran, ich informiere die Carrier Air Group. Over. Roger. O'Neill, du lebst noch. Was soll das heißen? Natürlich lebe ich noch. Sierra 2 hier, Zentrale. Rücken Sie vor zu SP Tango Papa 70. Negativ, Zentrale. Dort wimmelt es von KVA-Truppen. Schicken Sie ein Flugzeug. Negativ, Sierra 2. Sie haben Befehl. Verdammt! Soll ich mich allein mit der KVA anlegen? Schickt ein verdammtes Taxi! Sie haben Ihre Befehle, Sierra 2. Ich bin gleich da, Kumpel. Halt durch! Psycho, die Kameradaten müssten auf dem Schleudersitz des Piloten sein. Bergen Sie sie, bevor die KVA sie zerstört. Maximale Panzerung. Was wird aus dem Piloten? Überlassen Sie O'Neill dem Air Command. Ihr Primärziel ist dieser Behälter. Keine Werbungsaktion. Ich kann beides machen. Deine Mission ist zu wichtig, Psycho. Ich komm schon klar. Bleib einfach, wo du bist, O'Neill. Ich hol dich da raus. Schön, wie Sie wollen. Aber wenn Sie von der Mission abweichen, sind Sie auf sich gestellt. Ich kann Sie nicht unterstützen. Und glauben Sie nicht, dass ich nicht noch andere Teams für diesen Job habe. Sykes! Hier oben! Danke, Sykes. Mann, das gibt sicher mächtigen Ärger, dass du dich einem direkten Befehl widersetzt hast. Ist das was Neues? Ich habe nach dem Absprung Geschützfeuer gesehen. Haben wir da draußen Kampfeinheiten? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Projekt 914, Fracht-U-Boot, Delta-4-Klasse. Die Russen haben den Koreanern vor Jahren den Prototypen verkauft. Das Ding gehört ins Museum.
Warte. Nein, Kumpel. Warum? Er war unbewaffnet. Es gibt Regeln, an die ich mich halte. Bergungskoordinaten hochgeladen. Gehen wir! Big Mother, Sierra 2. Nähere mich SP Tango Papa 70. Ankunft in 10 Minuten. Sierra 2, hier Vulture 1-4. Sie sind zu früh dran. In 7-9 Minuten wird das Zielgebiet bombardiert. Warten Sie, bis wir den Sektor gesichert haben. Negativ. Negativ 1-4. Wir haben Feindkontakt. Wir müssen hier weg. Holen Sie uns ab, verdammt! Verstanden, Sierra 2. JTAG, hier Vulture 1-4. Nehme Kurs auf SP Tango Papa 70. Wir fliegen nach Downtown mitten ins Feindgebiet. Jester und Aztec sind tot. Prophet wird vermisst. Verdammt, was ist mit dem anderen Typen? Nomad ist auf der anderen Seite der Insel. Dann sind du und Nomad jetzt ein Team? Ja, ich hatte schon schlimmere Partner. Scheiße, Mann. Ich sollte dein Partner sein und das weißt du. Mann, wie viele Koreaner sind auf dieser Straße denn unterwegs? Vulture 1-4, bitte komm. Wie sieht unsere Lage von oben aus? Raptor 1-4, KVA in Alarmbereitschaft. Feindliche Einheiten nähern sich aus allen Richtungen. Wir wussten offenbar, dass sie kommen. Raptor, Vulture 1-4, nähere mich der Landezone. Roger 1-4. Verdammt, wir kriegen Besuch! Abbruch, wir drehen ab, der Sektor ist zu heiß! Psycho, was jetzt? Nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter, bis wir wissen, was mit unserem Senkrechtstarter ist. Lagebericht, los! Die verdammte KVA ist überall. Mindestens zwei Einheiten. Und wir haben Raketenwerfer. Wir kommen hier erst weg, wenn die Landezone gesichert ist. Okay, Leute, holen wir uns die Kerle! Zwischen den Bäumen im Südosten bewegt sich was! Maximales Raketenwerfer auf der hinteren Anhöhe! Maximale Panzerung. Haltet die Augen offen! Die KVA ist immer noch da! Ich brauch Platz zum Atmen, damit ich den Vogel hier rausbringen kann! Haltet die Augen offen, Leute! Hey, Pilot, wo trainiert ihr, Penner?
könnt mich mal! KVA im Westen! Sie kommen von unten! Weiter suchen! Macht die Baumstämme los! Versperrt ihnen den Weg! Los, los, los! Maximale Stärke. Ladezone gesichert. Alles einsteigen. Wir verschwinden. Alle Mann bereit machen für Bergung. Emerson, wir wären dann soweit. Die Kameradaten sind unterwegs. Die Ereignisse überschlagen sich, Psycho. Laut unserer Satellitenüberwachung verlädt die KVA den Behälter auf ein U-Boot. Wir befürchten, dass sie einen Angriff auf unsere Trägerflotte vorbereiten. Wenn das U-Boot abtaucht, sind wir erledigt. Dann haben wir keine Chance, es zu orten. Wir würden es vermutlich erst wiedersehen, wenn es die USS Lexington versenkt. Also beeilen Sie sich. Jawohl, Ma'am. Okay, das U-Boot liegt noch im Hafen. Die Ladeluken sind zu. Kann sein, dass es jeden Moment ablegt. Weißt du denn, wie man so ein Teil knacken kann? Im Hafen gibt es einen Zugangsknoten des koreanischen Armeenetzwerks. Hack dich rein, dann sehen wir weiter. Das Terminal, auf das du zugreifen musst, ist in einem der Fertighäuser an der Nordmauer. KVA bunkert in einem der Gebäude Munition. Ich habe einen dieser EMP-Granatwerfer gesehen. Sieh dir das mal an. Wir haben den Jackpot geknackt. Kriegst du die Türen auf? Ich verschaffe mir Zugang in ihr Notfallsystem und bringe den U-Boot-Computer dazu, eine Feuerübung zu machen. Dann gehen die Türen automatisch auf. Nicht übel. Ich habe hier KVA-Stellungen rund um ihr Kampfgebiet. Mehrere koreanische Helikopter kommen direkt auf sie zu. Wie ist das passiert? Das war meine Schuld. Ich bin in ihr Sicherheitssystem rein. O'Neill, sofort zurück zur Basis. Ihre Hilfe wird hier nicht benötigt. Ich will hier keinen neuen Code Blau. Ma'am. Nein, sie hat recht. Ich bring den Vogel lieber zurück. Du bringst dich in Sicherheit, klar? Psycho, das U-Boot kann jeden Moment ablegen. In ein paar Minuten wimmelt es in der Gegend von KVA-Truppen. Sie müssen an Bord. Das ist die einzige Chance. Maximales Tempo. Maximale Stärke. Ah!
하강중. 수평 은행계시. 도훈관 순환 양호 이상무. 커널리! 커널리! 양키 새끼들! Ich bin Brite, du Pfeife. Pfeife? Idiot. Wenn wir den Anzug anpassen, wird's ein bisschen eng. Wie im Krampf. Nur schlimmer. Bis der Anzug das ausgleicht, ist der Schmerz unerträglich. Dann der Abstand zwischen Haut und Anzug. Zu wenig und es reizt die Haut. Zu viel. Und es zieht einem die Haut vom Fleisch. Ich bin Kriegsgefangener, Sie Mistkerl! Wir respektieren die Genfer Konvention. Aber ein Nanosuit ist keine offizielle Uniform. Ihre Rechte sind verwirkt. O'Neill. Ich hab's verbockt, aber das krieg ich hin. Wir haben einen Mann verloren. Code Blau, mach es aus. Noch 5 Minuten. Ich sagte, mach das verdammte Ding aus. Das war meine letzte Chance. Waffen gefunden? Alles klar. Gut gehört? Bewegen Sie sich. Okay. Emerson, empfangen Sie das? Besuch. Das Gleiche haben wir in Ihrer Übertragung gesehen. In dem Behälter. Colonel Lee hat einen Lebenden. Scheiße. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Maximale Stärke. Nehmen Sie das Hovercraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tarnfeld aktiviert. Panzerung.
Okay, los, bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Nichts darf Sie aufhalten. Was zum Teufel? Halten Sie sich links und nehmen Sie die Straße durchs Dorf. Ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Psycho, verstanden. Sie müssen sofort herkommen. Wir haben den Kontakt zum anderen Nano-Suit-Team verloren. Haben Sie was gehört? Negativ. Okay, wir sind hier oben umzingelt, haben aber eine empfindliche Stelle im Eis gefunden. Wer ist runter, um zu checken, ob er ein Loch zum Nachbartal sprengen kann? Psycho, da führt eine Straße durch eine Felsspalte rauf zu uns, auf der linken Seite des Tals, in dem Sie gerade sind. Da haben wir uns verschanzt. Psycho, hierher! Hab gehört, Sie hätten sich ausgeklinkt, um den Piloten zu retten. Ja, naja, ich war ihm was schuldig. Das kommt schon in Ordnung. Der Letzte, der Emerson an die Quere gekommen ist, hat's auch fast in einem Stück überlebt. Okay, alle zusammen, gehen wir! Feindbeschuss! Haben Sie einen Weg gefunden? Wir schlagen uns jetzt zu seiner Position durch. Schaffen.
etwas auf dem Radar gefunden. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Positiver Kontakt! Das bringt uns doch nicht. Also, meine Herren, der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs. Hernandez, von der Seite! Hernandez, Sie lenken den Beschuss auf sich und gehen drüben in Deckung. Wir behaken ihn mit schwerer Artillerie. Hauen wir einfach ab von hier. Bin soweit! Granate, Granate! Vorwärts, los! Roger! Okay, das wär's dann. Gehen wir! Los, los! Psycho, Emerson hier. Wir haben KVA-Funksignale abgefangen. Colonel Lee müsste ganz in Ihrer Nähe sein. Sie müssen seine Spur wieder aufnehmen. Gehen wir! Bin getroffen! Mann am Boden! Mann am Boden! Tarnmodus, los! Stellung halten! Cupcake, alles klar? Ja, ja, ich brauche den Kalibrator! Schützen auf 12 Uhr, oben auf dem Träger! Feuer frei! Ein Scharfschütze weniger! Scharfschützen neutralisiert! Roger! Aus der Psycho! Wir geben ihn Deckung! Verpassen wir diesem Colonel Lee von mir einen Tritt in den Arsch! Psycho, wir stoßen zum Team Hawk vor. Das ist unsere beste Chance, ausgeflogen zu werden. Ihr letztes Signal kam aus dem Osten, hier in der Nähe. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich Näheres weiß. Wir sind da! Alle Panzerung!
Tarnfeld aktiviert. Psycho, wir haben gesicherte Informationen, dass Colonel Lee auf der anderen Seite des Trägers im Moment außer Gefecht ist. Machen Sie schnell, dann können Sie vielleicht eingreifen, bevor er weitermachen kann. Psycho, hier ist Dane. Team Hawk gefunden, alle tot. Der Feind muss sie überrascht haben. Sie hatten keine Chance. Seien Sie vorsichtig, okay? Emerson, ich sehe Colonel Lee. Nehme Verfolgung auf. Verdammt, ich habe ihn verloren. Psycho, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es gibt eine Abzugsroute. Die schlechte, es handelt sich um eine verlassene Mine, die womöglich nicht mehr passierbar ist. Schätzen Sie das Risiko ein? Das wollen Sie nicht wissen, aber die Alternative wäre über die Berge bei extremen Minusgraden. Das kommt nicht in Frage. Treffen wir uns schnellstmöglich bei diesen Koordinaten. Die verlassene Mine heißt Pacific Shores. Bleiben Sie dran, Kumpel.
Psycho. Beobachten Sie diese Maschinen für mich. Die heben doch gerade mindestens 100 Tonnen. Ich bin da. Psycho, wir sind fast am Mineneingang. Räumen Sie das Gelände frei, wenn es geht. Aber wichtiger ist, zu uns zu stoßen. Verstanden. Hören Sie mich! Dane, hören Sie mich! Mist! Psycho, hier ist Emerson. Ich habe Ihre Position, die verlassene Pacific Shores Mine. Gehen Sie einfach weiter, ich versuche einen Plan aufzutreiben. Was ist mit Team Eagle? Am Leben, aber unter schwerem Beschuss. Sie können nichts für Sie tun. Ich unterstütze Sie so gut ich kann.
habe Neuigkeiten über den Behälter, hinter dem Sie hier waren. Wir glauben, der unidentifizierte Feind, den Sie im U-Boot gesehen haben, war von der gleichen Art wie das Ding, auf das Nomad in Ihrem Bau gestoßen ist. Vermutlich steuern diese Wesen verschiedene Arten von bewaffneten Exosuits. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Stimmt, müsste es ab jetzt immer geradeaus gehen. Tarnfeld aktiviert. Es gibt oben einen Aufzug, ganz hinten. Maximale Panzerung. Psycho, wir haben Prophet gefunden. Großartig. In welchem Zustand? Körperlich in Ordnung, aber uns liegen Berichte einiger unserer Feldoffiziere vor, die unter Übelkeit und psychotropischen Effekten leiden. Behalten Sie ihn im Auge, ja?
Psycho, wir haben den Behälter geortet. Die Koreaner haben ihn in der Verladestation und bringen ihn auf einen der automatischen Frachtzüge der Mine. Wir vermuten, dass sie ihn zum Flugplatz auf der anderen Seite des Ang und dann nach Pyongyang bringen wollen. Sie müssen diesen Zug erwischen. Emerson, ich habe den Behälter gefunden. Sie müssen diesen Zug erwischen. Was zur Hölle? Unterbreche Band bei T-5 Minuten, um Bewertung des ermittelnden Offiziers abzugeben. Betrifft Sean O'Neill. Analyse der Ermittlung konnte auf Code Blau nicht angemessen reagieren. Empfehlung: umgehender Abzug von allen Special Forces Programmen. Erneute Rekrutierung nicht möglich. Damit ist die Untersuchung zur außerplanmäßigen Bewertung des Raptor Teams abgeschlossen. Psycho, Emerson hier. Der Zug ist Ihr Hauptziel, bis wir für Sie einen Abzugsplan haben. Bleiben Sie dran. Falls möglich, sicherstellen. Verstanden. Der Zug fährt zum Flugplatz. Wenn Colonel Lee den Behälter bekommt, ist das Spiel vorbei. Wir haben die Zerstörungskraft dieser Dinger auf der ganzen Insel beobachtet. Momentan lässt sich nicht sagen, wer die größere Bedrohung darstellt, die Koreaner oder diese Kreaturen. Falls Lee am Ende in den Besitz des Päckchens kommt, hinter dem sie die ganze Zeit her waren, wäre das eine Katastrophe. KVA-Stellung, rechts nach der Tunnelausfahrt.
jetzt in die Sümpfe, Psycho. Da drin kann ich gar nichts sehen. Ich kreise, bis du wieder rauskommst. Aber allzu viel Saft habe ich nicht mehr, okay? Verstanden, O'Neill. Danke für alles. Klingt gut. Nomad wurde auf die Constitution beordert. Ich werde beantragen, dass er bei der Bergung des Behälters dabei ist. Dafür brauchen wir doch Nomad nicht. Ich kann das übernehmen. Sie gehören nicht zum Raptor-Team. Na und? Ich bin sowieso hier. Bereit und fähig. Ihre Maschine ist nicht dafür ausgelegt. Ich könnte zur Basis fliegen und das machen lassen. Dann können wir gleich Nomad holen. Wissen Sie was? Scheiß auf Nomad! O'Neill, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Ihre Vergangenheit lässt mich befürchten, dass Ihre Anwesenheit die Mission und meine Männer nur gefährdet. Hier geht's nicht um alte Militärakten, Ma'am. O'Neill ist hier. Er kennt die Mission und kann mit Fracht umgehen. Okay, Psycho. Sie hatten bis jetzt immer recht. Ich vertraue Ihrem Urteil. Veranlassen Sie's. Pass auf, Psycho. Ich habe kaum noch Benzin. Rechtzeitig zur Exfiltration bin ich wieder da. Du weißt, was zu tun ist. Und diesmal versagen wir nicht, okay? Darauf kannst du wetten. Der Zug wird langsamer. Im System ist kein Halt vorgesehen. Irgendwas ist mit dem Behälter. Psycho, unidentifizierte Einheiten nähern sich rasch ihrer Position. Sie umkreisen den Behälter. Was sehen Sie? Noch gar nichts. Gefällt mir überhaupt nicht.
Cycle, hier ist Emerson. Pioniere melden, Brücke blockiert. Wir können Sie jetzt nicht evakuieren. Sie werden Sie also mitnehmen. Sind Sie absolut sicher, dass O'Neill dazu in der Lage ist? Noch ist Nomad als Pilot verfügbar. Ma'am, das ist vermutlich die einzige leichte Entscheidung des heutigen Tages. Also gut. Die Pioniere erwarten, dass Sie jetzt Ihren Teil erfüllen. Passen Sie auf. Wenn die Exfiltration unmöglich ist, dürfen die Koreaner den Behälter keinesfalls bekommen. Ich wiederhole, in diesem Fall müssen Sie den Behälter zerstören. Bleiben Sie beim Zug, Psycho. Wir sind fast an der Brücke. O'Neill, ich bin auf der Brücke. O'Neill, hörst du mich? Das gehört dir nicht, Amerikaner. Ja, dann komm doch runter und hol's dir. Diebstahl ist ein Verbrechen. Sagen Sie Hallo zu Ihrem Freund. Er hat unseren Zug sabotiert. So viel zur Genfer Konvention, hä? Werf den Gefangenen runter!
Psycho, hier ist Emerson. Wie ist Ihr Status? Sie wissen, wo ich bin. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie haben noch einen Versuch, was den Behälter angeht. Dummerweise bewacht ihn jetzt der Rest des KVA-Sonderkommandos am Flughafen. JSOC hat angeordnet, den Behälter unbeschadet zu bergen. Ein Luftangriff fällt also aus. Bereit für eine Kamikaze-Aktion? Ja, Ma'am. Der Sold will ja verdient sein. Tarnfeld aktiviert. JSOC-Einheiten ziehen sich zurück und formieren sich neu. Wir können die neue Bedrohung noch nicht einschätzen, aber bis dahin überlassen wir unsere konventionellen Truppen nicht diesem Fleischwolf. Die einzige aktive Mission ist jetzt Ihre. Verstanden, Boss. Was Neues von O'Neill? Nein, vermutlich ist er wie alle anderen von der Insel runter. Diese Kreaturen nehmen alles auseinander. Ja, das ergibt Sinn. Sie müssen das Areal sichern. Ich hole den Senkrechtstarter zurück. Halten Sie durch. Roger. Vor der Entstehung der Sphäre hatten wir diesen Flugplatz unter Kontrolle. Hier sind Munitionslager. Verstanden. Aktiviert.
Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Schaffen Sie ihn! Das erklärt auch die chaotischen Funksignale. Sie müssen den Senkrechtstarter in Bodennähe reinlotsen. Die Funkanlage im Tower müsste dafür stark genug sein. Gehen Sie rauf und koordinieren Sie die Exfiltration mit Vulture 19. Verstanden, Ma'am. Schwere Verteidigungsstellungen rund um den Tower, womöglich auch Panzer. Nehmen Sie also das richtige Werkzeug mit. Maximale Panzerung.
Roger 1-9 Raptor, hören Sie mich, over. Roger Raptor, hier 9, nehmen Funkspruch entgegen. Das muss ein verdammter Schatz sein. Raptor, wo liegt das Problem? 9, wir stecken tief in der Scheiße. Schicken Sie sofort Ihren Vogel. Negativ, Raptor. Admiral Morrison hat alle Senkrechtstarter zurückgepfiffen. Ich habe Verwundete an Bord. 9! Diese Männer müssen in einen anderen Senkrechtstarter. Das ist ein Befehl des Pentagon. Von mir sitzt der Chef des Sonderkommandos im Nacken. Wenn ich das nicht von ganz oben kriege, mache ich's nicht. Verdammt! Tut mir leid, Raptor. Viel Glück noch. Nein, hier ist Vulture 2-4. Ich übernehme das. Roger, kehre zur Constitution zurück. Over und out. O'Neill, wo zum Teufel warst du? Lange Geschichte. Ich bin auf der Brücke fast draufgegangen. Er hatte Befehl zur Evakuierung, Psycho. Er missachtet ihn gerade, um Ihnen zu helfen. Und jetzt konzentrieren Sie sich wieder auf den Behälter. Er muss um jeden Preis geschützt werden. Komm schon, Mann, vergiss es. Ich wäre gekommen, wenn es gegangen wäre. Lass uns jetzt diese Bastarde erledigen. Gut, alles klar. Super. Aber erstmal brauchst du mehr Feuerkraft. Siehst du die abgestürzte C-18 auf der Landebahn? Ich habe gehört, sie hatte eine unserer neuesten experimentellen Waffen an Bord. Die Pax. Das ist eine Plasma-Akkumulator-Kanone. Ich habe den Zugangscode auf deinen Anzug hochgeladen. Hallo, Kumpel. Sieh nur, wie groß das Ding ist. Ob das Aliens sind? Egal. Bringen wir es einfach um. Ich bin dabei, Mann. Sie müssen das Ding erledigen, Psycho. Mit diesen Kreaturen auf der Startbahn können wir unseren letzten schweren Vogel nicht riskieren. Jawohl, Mann. Sind wir im Geschäft? Schafft, Psycho! Wir haben das Ding gleich! O'Neill, wegen dieses Code Blau. Vergiss es, Mann. Du bist zwar ein Arschloch, aber auch Arschlöcher haben manchmal recht. Gute Arbeit, Psycho. Wirklich gut. Oh, danke, Ma'am. Von Ihnen auch, O'Neill. Holen Sie den Behälter. Wir haben einen offenen Korridor bis zur USS Constitution. Verstanden, Ma'am. Laut und deutlich. Psycho, geh zum Behälter. Ich komme runter.
Okay, Kumpel. Ist es das? Was soll denn daran so besonders sein? Keine Selbstzerstörung. Nehmt den Senkrechtstarter, wir verschwinden! Wir nehmen es zur Rückentwicklung mit nach Korea. O'Neill, die Piloten sind erledigt. Bring uns hier raus! Was? Ich bin Brite, du Pfeife. Sag schön Hallo zu deinen Freunden. Das Drecksding ist zu schwer. Ich brauche zusätzlichen Schub! Dann wohl endgültig.
Ja, jetzt schon. JTAC, hier ist Sierra 2, der letzte Senkrechtstarter auf der Insel. Nehme Kurs auf die Constitution. Wir kommen nach Hause. Alles klar, Kumpel. Haben Sie den Gefechtskopf entschärft? Typisch Nomad. Immer erst an die Mission denken. Jetzt holen wir sie hier erstmal raus.